Also wir sind nahezu vollständig, aber ich werde jetzt die Kamera nicht rumdrehen wegen Persönlichkeitsrechte und so. Ja, eine Teilnehmerin ist noch so ein bisschen im Raum verloren gegangen. Lisa fehlt noch. Aber Dieter, der ist auch gerade neu da ist, hatte auch gesagt zu so, na, wer bist du eigentlich? Ich dachte, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass jetzt online auch jemand dabei ist, der noch gar nichts oder ganz wenig von mir weiß. Deswegen würde ich vielleicht so einen kurzen 5 Minuten Blitzlicht geben und dann hoffen, dass Lisa bis dahin da ist. Und ab da gilt dann die Suggestion, also je öfter ihr die Klingel hört, desto tiefer fallt ihr entraus. Also mein Name ist Peter Fischer. Ich bin eigentlich gelernter Mediendesigner und habe lange Zeit als Werbefotograf gearbeitet, auch für Mercedes-Benz und Stuttgarter Ballett und also lauter tolle Sachen. Bis mein Vater mit 29 Jahren, also mit meinem Lebensalter, also nicht mein Vater mit 29, der war dann 64, ich war 29, ist er dann gestorben. Und das hat für mich so einige große Fragen aufgeworfen. Also wofür lebt man eigentlich? Also Leben und Tod und also das große Rad. Bin dann vor über 20 Jahren dem tibetischen Buddhismus begegnet, habe dann Zuflucht genommen bei Lama Ole, habe dann auch relativ schnell die POVA-Übertragungen, also die Übertragung fürs bewusste Sterben bekommen, das dann also eigentlich so lange praktiziert, wie Ole die es gegeben hat. Ah, dieser kommt, siehst du, geht alles auf. Und das ist eigentlich so der tiefste Hintergrund jetzt bei mir. Also ich habe also einfach einen sehr, sehr breiten Hintergrund im tibetischen Buddhismus. Dann, also das Karma Kagyü, da auch das Nendro gemacht, habe die Schützereinweihung in den ganzen Zyklus bekommen, habe also alles, was man da so, was es so in Europa gibt, habe ich dann mitgenommen in den letzten 20 Jahren. Und ja, bin da auch so durch mein eigenes dunkles Tal gelaufen. Also stellt sich dann auch immer die gleichen Fragen, also woher komme ich, wohin gehe ich? Und habe während dieser ganzen Zeit, also ich habe auch schon relativ früh dann, nachdem ich mit dem Buddhismus in Berührung kam, habe ich angefangen, mich mit dem Daoismus, vor allem dann über Feng Shui, das war mein Zugang, habe ich angefangen, mich mit dem Daoismus zu beschäftigen, Zen-Buddhismus. Diese ganzen Sachen und bin dann über Feng Shui immer tiefer in diesen daoistischen Wissenskreis eingedrungen. Also diese also Wushu, also jetzt nicht im Sinne von Kampfsport, sondern eben diese 5 klassischen Wissenschaften, wo man sagen würde, also Shan, also die Berg- oder Gesundheitstechniken, ist dann Qigong, Tai Chi, Kung Fu, wobei, also ich habe kein Kung Fu trainiert, sondern dann Jiu-Jitsu und Aikido noch dazu. Trainiert es auch momentan, also ich trainiere Qigong, Tai Chi täglich, Aikido zweimal die Woche und demnächst dann auch wieder Jiu-Jitsu. Also ist dann, wenn ich merke, also meine Knochen machen mit, trainiere ich auch wieder harte Kampfsportarten, aber das variiert jetzt ein bisschen. Und das auch seit ich 16, 17 bin, also ich habe einen ziemlich tiefen Hintergrund auch in Kampfsportarten. TCM habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, also ich kenne da die Grundkonzepte, aber ich bin jetzt kein Akupunkteur. Ich weiß ein bisschen was über Ernährung und wie Qi im Körper funktioniert, eben auch über den Kampfsport. Habe dann eben mich mit Yang, also mit Betrachtungen beschäftigt. Das ist eben Feng Shui und Gesichtslesen. Dann der vierte Korb ist Ming, oder das sind die Schicksalswissenschaften. Also wie man, da geht es darum, wie führt man ein erfülltes Leben oder ein vervollständigtes Leben, wie man im Daoismus dann sagt. Ist die Beschäftigung mit der chinesischen Astrologie. Also da habe ich auch schon um die 20 Jahre auf dem Buckel. Das habe bei Manfred Kubni, also bei dem Experten überhaupt gelernt. Und der letzte Korb sind praktisch die Orakeltechniken, was dann, da gehört sowas wie das I Ching dazu oder das Chimendunja. Und ich denke, ja, da habe ich auch eine Übertragung. Berate ich auch Leute. Aber es ist auch so eine Sache, die dann so ein bisschen ist jetzt so, also für den Kulturraum eher schwierig. Also wir glauben eher an den freien Willen. Und dann, ja, warum nicht? Das ist auch ein Konzept, was man haben kann. Die Psychologie sagt uns, also wenn wir jetzt den Forschungsstand der Neurowissenschaften dann anschauen, dann, nee, es ist nicht so, also ist so
Freiwillig ist so ein Stück davon, aber sicherlich liegt so bei 10 bis 20%. Ist mal frustrierend, aber. Und eine Spezialität ist dann eben noch, also über die Schützerpraktiken habe ich dann, also Space Clearing, ne? Also wie putzt man Räume oder Häuser dann, wenn da irgendwas drin ist, was da nicht hingehört, oder als das Gefühl, steht immer noch einer an der Ecke. Das sind dann die ganzen Schützerübertragungen. Und das ist halt erstmal so dieser taoistische Kreis. Wie gesagt, Buddhismus. Und dann habe ich halt angefangen zu gucken, was funktioniert und was nicht. Und habe dann angefangen eben, also Hypnose fand ich immer spannend, habe da reingeschaut, habe dann gesehen, ah, okay, also ihr nennt es Hypnose, ich nenne es Meditation. Okay, schön, dass wir darüber geredet haben. Ne? Also diese ganzen, habe dann Hypnose-Master gemacht bei Alfred Himmel war es vor, weiß nicht, 1, 2 Jahren. Und es war so ein Nachhausekommen, wo ich dachte, ach ja, okay, schau mal, das ist der Zustand und was man damit alles machen kann. Und also so bringt ihr die Leute da rein. Und okay, ja, okay, verstanden. Und habe dann gemerkt, okay, Hypnose hat ganz viel mit NLP zu tun. Bin ich bei Chris Mulzer mal vorbeigegangen, da bei den Mulzer-Festspielen da im Sommer, und habe mir da den NLP-Practitioner abgeholt. Und habe mich bei parallel auch schon sehr stark die ganze Zeit mit Psychologie beschäftigt. Das war auch über Feng Shui. Also ich habe immer diese Idee, also es ist nicht nur, dass ich jetzt also einfach so alten Käse irgendwie, ne, erbrechen will, sondern ich möchte so einen Bezug haben zur modernen westlichen Welt. Und habe dann gesehen, okay, in der Architekturpsychologie, in Umweltpsychologie tauchen ganz viele Konzepte auf, die es auch im Feng Shui gibt. Und dann, okay, wenn man es schon hört, Architekturpsychologie, okay, ist dann der nächste Schritt, steckt mal halt mit in der Psychologie drin. Und ja, das kann man sich, habe ich mir im Selbststudium einiges angeeignet. Also die Literatur ist ja da. Das kriegt man ja alles auf YouTube, kriegt man die ganzen Vorlesungen. Also Jordan Peterson hat da ganz viel online gestellt. Das habe ich mir hab ich dann aufgesogen wie ein Schwamm und versuche jetzt eben daraus so ein Ganzes zu machen. Ne? Und das so, und zwar halt eben aber vor diesem taoistischen Hintergrund, weil mir der am vollständigsten erscheint. Also gerade was die Integration von Körper und Geist angeht und was den Zugang zu verschiedenen Themen angeht. Also erscheint es mir eben so, dass der Daoismus da am ganzheitlichsten operiert. Also auch immer diese Idee, na, okay, welches Thema möchte ich bearbeiten? Okay, wo sehe ich das im Raum? Also wo sehe ich das manifestiert in meiner Wohnung? Das ist Feng Shui. Ne? Wo manifestiert sich das in meinem Körper? Ah, okay, das ist Qigong, das ist Tai Chi. Ne? Kann ich gucken, wie komme ich da an die Blockaden ran? Ich kann mir anschauen, wie kann ich das über Ernährung praktisch dann justieren? Ich kann mir anschauen, okay, was findet in meinem Verhalten statt? Das ist dann die chinesische Astrologie. Und ich kann Verhaltensstrategien für konkrete Probleme entwickeln. Und das wäre sowas dann wie Chimin Dunjan. Und man sagt, es sind so Orakeltechniken. Dann würde ich sagen, es geht einfach darum, Strategien aufzubauen, um mit konkreten Situationen umzugehen. Und also ich habe bis jetzt noch kein vollständigeres System gefunden als den Daoismus. Und auch die ganzen prozessorientierten Psychotherapieverfahren. Also in meiner Welt kommt es direkt aus dem Daoismus. Also über Mindell und über Jung als 1:1. Also wenn Jung über Archetypen redet und schaut dann, was im I Ching steht oder was diese Trigramme sind, denke ich, okay, Bingo, das ist genau das. Wir wissen auch, dass Jung unglaublich tief in diesen chinesischen Weisheitsgeschichten drin gesteckt hat. Ne? Körperorientierte Psychotherapie, nix, na gut, ist halt Qigong, Tai Chi, Kampfsport, haben genau die gleichen Verfahren, genau das gleiche. Also in meiner Welt sogar, es sind noch umfassendere Bereiche, es ist noch viel tiefer, es ist noch viel ganzheitlicher. Und so sehe ich halt immer wieder, ah, also jemand entdeckt wieder, was hier im westlichen Raum ist, wird gebrandet, es gibt einen schicken neuen Namen. Und dann hört man sich das an und denkt so, ja, aber das ist doch das, was die Daoisten vor 2500 Jahren da in dem und dem Bereich gemacht haben. Und ich denke, es ist auch okay. Also klauen ist mal eine gute Sache, vor allem gut klauen. Und das ist für mich aber auch, wie Osten und Westen jetzt zusammenkommen. Also wie wir also durch die westliche Sicht auf diese östlichen Techniken schauen und die praktisch reformieren und durch wissenschaftliche Forschung und Fakten hinterlegen. Und das ist eine super wichtige Arbeit, die
seitens unserer Wissenschaft dort gerade stattfindet. Und es ist eine unglaubliche Bereicherung für beide Kulturen. Und das ist so, ist meine Wahrnehmung und ist so ein bisschen mein Hintergrund dazu. Und das ist auch meine Mission. Also das ist das, was ich eigentlich in die Welt bringen will. Aber eben immer mit so einem, hey, was kann es konkret für mich machen? Also wie kann ich das für mich verwenden? Okay, war jetzt doch ein bisschen mehr als 5 Minuten, aber here you go. Gut, also das Programm für heute ist erstmal Tieftrance. Dass wir einfach mal gucken, wie kommt man in den Trance-Zustand rein? Wie fühlt sich sowas? Und auch die Idee, wie kann ich dann zu Hause wieder in so einen Zustand kommen? Also wenn ich dann abends nicht schlafen kann oder ja, wenn ich auf dem Meditationskissen sitze oder. Ne? Oder ich merke gerade, ah, es ist irgendwie sowas ganz Tragisches passiert, ich fliege um die Lampe. Und dann wäre es doch ganz toll, wenn ich einfach einen Knopf drücken könnte bei mir, der mich wieder in so einen tiefen, entspannten Zustand bringt. Das ist so ein bisschen der erste Teil von diesem Abend. Und wenn wir damit durch sind und ihr dann am Ende von dem Prozess, also nicht jetzt, aber dann, wenn wir einmal durchgelaufen sind, dann wieder hier sitzt und wach seid und gleichzeitig entspannt und weiterhin aufnahmebereit, dann würde ich euch das Angebot machen, dass wir den Anker mal ausprobieren und dann eine Technik ausprobieren, die von Zyltrum Allione entwickelt worden ist. Die heißt, den Dämonen Nahrung geben. Und es ist aus der Mandala-Praxis entwickelt, die ich auch selber 15 Jahre praktiziert habe. Und es ist also in meiner Welt das wertvollste Mittel, um so innere Blockaden aufzulösen. Aus der Psychotherapie wissen wir, also es ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig, frühkindliche Störungen zu bearbeiten, weil man keine bewusste Erinnerung dran hat. Und über dieses Verfahren von Zyltrum Allione, ich kann euch hier dieses Buch zeigen, also den Dämonen Nahrung geben. Das ist eine also ganz fantastische Frau, wenn die mal in Deutschland ist. Also fahrt dahin. Das ist wirklich, das ist eine großartige Dakini. Die hat, ist vom 16. Karmapa noch zur Nonne ordiniert worden. Die Frau ist, also da kommst du rein, ist einfach, man schmilzt vor Mitgefühl. Also sie ist wirklich, wirklich gut. Die kann was, ne? Und, das ist eine Externalisierung. Das heißt, ich habe ein Problem, ich habe einen Schmerz, ich habe eine Krankheit. Was wäre, wenn diese Krankheit ein Dämon wäre? Und dann stelle ich praktisch diese Krankheit oder dieses Thema, stelle ich als einen Dämon vor mich in den Raum oder ich setze den auf den Stuhl. Also optimalerweise macht man es so, dass man dann, ich setze mich in einen Stuhl und dann stelle ich mir einen leeren Stuhl gegenüber, so in so 2-3 Meter Entfernung und lasse vor meinem inneren Auge, also so traumhaft in so einem Zwischenzustand, lasse ich von meinem inneren Auge diesen Dämon Gestalt annehmen. Und dann frage ich den, ne? Also was willst du denn von mir? Ne? Und dann ne, sitzt da immer so ein großer Dämon mit langen Zähnen und blutunterlaufenden Augen und sagt so, ich beiß dir den Kopf ab, ich sauf dein Leben, ich trink, also so immer so das Wildeste, was man sich gerade vorstellen kann. Und dann hat man auch die Möglichkeit, mal den Platz zu wechseln. Ne? Mal zu sagen, okay, also ist, ne, ich gehe jetzt mal rüber auf die andere Seite. Ich gucke mal, wie dieser Dämon sich anfühlt. Das ist ja ein Persönlichkeitsanteil von mir. Den spalte ich ab, den externalisiere ich. Dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich nur noch dieser Dämon bin. Also wenn dieser Dämon in mir Oberhand gewinnt. Wie fühlt sich das? Welches Gefühl kommt dann hoch? Ne? Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Und dann kann ich den Stuhl wieder wechseln und dann, klar, ploppe ich aus dem Dämon raus und gehe wieder ne, in mich selber rein und kann dann fragen, ja, aber so was kann ich dir denn geben? Und dann kann ich wieder gucken, und so, was der Dämon antwortet. Also manchmal hat man auch gar keine Lust, den Stuhl zu wechseln. Also muss man auch nicht, man kann auch einfach zuhören. Also das Stuhl wechseln ist optional. Und die dritte Frage ist dann, ja, was passiert, wenn ich dir alles gebe, was du brauchst? Und an der Stelle stellt man sich praktisch vor, man schaut so ein bisschen von oben auf die Szene, also man ploppt so ein bisschen raus, sieht sich selbst in dem Stuhl sitzen, sieht den Dämon gegenüber und sieht, wie dann, also aus dem eigenen Herz, also Strahlen von Licht und Sonne und der Buddha und was man sich dann vorstellt,
hervorbricht und dann auf die andere Seite zu diesem Dämon strahlt. Man kann dann zuschauen, also was dann passiert, wie der sich dann mit dieser Liebe und dieser Energie vollsaugt und wie der sich verändert. Und das ist immer so ein ganz spannender Prozess, weil dieser riesige Wikinger, also mit 2,40 Meter großen, riesigen, breiten Schultern, mit diesem riesigen Schwert da steht, der verschwindet auf einmal, wird immer kleiner und dann liegt so ein kleiner, schreiender, nackter Säugling vor einem auf dem Boden. Man denkt so, wow, okay, diese Wut und dieser Zorn und dieses, wow, es ist genau dieser kleine Säugling, der eigentlich um sein Leben schreit. Bloß dann eben nicht mehr im Körper eines Säuglings, sondern im Körper eines erwachsenen Mannes. Und dann denkt man so, wow, okay, krass, okay, verstanden. Und dann hat man hinterher noch also wenn sich das dann alles auflöst in Licht und Liebe, kann man auch noch fragen, ob dann ein Schützer da ist und was der für einen tun kann, wie man den rufen kann. Und also es ist praktisch dann im jüngsten Sinne, also das Gold des Drachens. Also dann hat jetzt also dieser Schatten hat sich aufgelöst und wir sehen dann aber, ah, okay, wenn wir diesen dunklen Teil von uns integriert haben, dann ist dann Schützer da. Ne? Also weil Wut und Zorn, als Beispiel, ne, wenn es das ist, also Wut und Zorn hat zwar eine zerstörerische Qualität, aber wenn Wut und Zorn auf eine sozial verträgliche Art kanalisiert wird, dann entsteht daraus so eine männliche schützende Tatkraft. Ne? Also es ist dort, wo man als Mann einschreitet, man sieht, dass dann irgendwas richtig schief geht und kann so halt stopp, ne? Jetzt Moment. Ne? Das ist diese schützende Tatkraft, die dann vielleicht entsteht aus diesem Wut und Zorn heraus. Und das ist praktisch das, was man dann mitnehmen kann. Also wenn ich Wut und Zorn integriere, dann kann ich damit was Sinnvolles machen. Und das ist auch ein bisschen, was im Kampfsport passiert. Ne? Gut, und dann fangen wir doch einfach mal an. Und dann wenn wir jetzt zusammen in Trance gehen wollen, dann könnt ihr es euch erstmal bequem machen. Und es ist tatsächlich relativ egal. Also man kann es mit Sitzen machen, könnt euch hinlegen, könnt euch auch so ein Sitzkissen dann als Kopfkissen nehmen. Und für die Qigong-Freaks, also ihr könnt euch einfach hinstellen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch einfach, also sitzen finde ich auch immer so, ist vollkommen super, ne? Also ich würde jetzt sitzen, damit ich irgendwie noch halbwegs klar bleibe und dann einfach, dass ich nicht anfange zu schnarchen jetzt. Ne? Und wenn ihr euch hinsetzt, dann könnt ihr mal gucken, ah, okay, also wo sind eigentlich die Sitzhöcker unten in meinem Beckenknochen? Ihr könnt so in dieses Gefühl der Sitzhöcker reingehen, könnt so anfangen, den Boden unter euch wahrzunehmen. Mal tief ein- und ausatmen. Und wenn ihr tief ausatmen, ist andersrum. Ich bin schon halb draus. Also wenn ihr tief einatmen wollt, dann ist es extrem sinnvoll, erstmal tief auszuatmen. Ihr fangt einfach an auszuatmen und versucht jetzt die ganze Luft aus euren Lungen rauszudrücken. Einfach, wenn man dann merkt, es geht nichts mehr, dann drückt man noch ein bisschen, immer noch mehr, bis wirklich nichts mehr rauskommt. Und dann merkt ihr, wie sich so die Bauchmuskulatur um die Wirbelsäule drumherum schlingt und dann lasst ihr einfach los und merkt ihr, wie so, der Bauch breitet sich richtig aus und das Einatmen entsteht vollkommen automatisch. Dann kriegt man so einen Puls mal irgendwie. Die Hose so ein bisschen aufzumachen, damit so richtig, lasst die Plauze richtig raushängen. Ne? Und im Taoismus haben wir also überhaupt keine Probleme mit dem Körper. Also Furzen, Rülpsen, alles erlaubt. Ist also diese Meditation aktivieren innere Prozesse.
Auch so eine Gasentwicklung oder so ein Rülpsen, das ist Shachi, das den Körper verlassen will und dann macht halt das Fenster auf. Ne? Das ist alles gut. Dann atmen wieder aus. Entspannung. Und aus. Und wieder ein. Und einatmen. Könnt ihr richtig spüren, wie der Bauch richtig rauskommt. Also so. Bauch saugt richtig die Luft an. Das untere Dantien, also der untere Teil vom Rumpf, füllt sich. Und wenn da nichts mehr reingeht, dann öffnet sich die Lunge. Dann öffnet sich der Kopf. Und da aus. Und ein, auch gerne in eurem eigenen Tempo. Jeder Körper ist unterschiedlich. Der Körper hat sein eigenes Tempo. Dann könnt ihr schon allein mit dieser Beobachtung des Atems, das ist schon eine Meditation ganz für sich. Könnt ihr immer genauer spüren, was beim Ein- und Ausatmen passiert und immer stärker den Boden unter eurem Körper wahrnehmen. Und merken, wie beim Einatmen, richtig tief einatmen, wieder. Ganze Körper sich aufrichtet und die Wirbelsäule sich richtig gedehnt wird. Ne? Und wir drücken ihn dann mit dem Zwerchfell nach unten und öffnet sich der Brustkorb und dann muss die Rückenmuskulatur aktiv werden. Es geht gar nicht anders. Dann richtet sich die Halswirbelsäule auf und merkt so, oh ja, jetzt bin ich richtig in meinem Körper drin. Ja, geil. Genial. Dann merkt ihr schon, dieses tiefe Atmen, es aktiviert richtig das Zwerchfell, es wird so richtig durchgeknetet. Dann praktisch durch die Zwerchfellatmung, damit automatisch wird das parasympathische Nervensystem aktiv. Und allein durch dieses tiefe Atmen kommt ihr schon in die Entspannung. Müsst ihr gar nichts mehr machen. Ihr müsst nur noch spüren, wie der Körper atmet. Und entspannt euch immer tiefer. Atemzug zu Atemzug. Was soll auch sonst passieren, wenn das parasympathische Nervensystem aktiv wird? Je tiefer er atmet, desto mehr Entspannung. Je mehr Entspannung, desto tiefer der Atem. Ganz von alleine. Einfach weil das Natürlichste von der Welt ist. Und wenn ihr euch jetzt immer tiefer entspannt, von Atemzug zu Atemzug, dann merkt ihr jetzt schon, wie angenehm es ist, in die Entspannung zu gehen und kriegt schon eine Vorahnung davon, wie tief ihr euch dann in 10 Minuten, 15 Minuten entspannt habt. Und dann denken wir, oh, das wäre ja so praktisch, wenn wir uns einen Anker setzen könnten, also irgendeinen magischen Knopf, den wir bei uns am Körper drücken, und der dann mit diesem tiefen Entspannungszustand verbunden ist. Und also wie toll wäre es, wenn wir einfach nur noch diesen Knopf dann drücken müssten,
damit dieser Zustand von ganz alleine wieder entsteht. Und könnt ihr mal nachdenken, also wo ihr euren magischen Knopf haben wollt. Und ich finde es immer ganz toll. Also ich habe dann, schaue so meinen linken Daumen an und denke so, ja, und fasse einfach mit der rechten Hand meinen linken Daumen. Das ist so genau, ne? Das ist so, ist mein Anker immer. Wo ich dann diesen Zustand reinatmen kann. So die ganze Entspannung mit dem Ein- und Ausatmen. Einfach da reinfließen. Das ist so mein Anker. Aber ihr könnt auch einfach die linke Hand auf euer linkes Knie legen. Das ist mal so ein bisschen gefährlich, weil das sind auch so Gesten, die man dann im Alltag oft macht. Und dann, wenn man mitten in der Besprechung sitzt und auf einmal in Trance geht, das ist hochinteressant. Also das empfehle ich euch wirklich mal, aber vielleicht so, ne? Ganz gezielt. Deswegen könnt ihr euch mal überlegen, ah, was wäre denn so ein Anker, den man nicht aus Versehen auslöst? Ja, vielleicht die linke Hand aufs rechte Knie. Das ist so eine Bewegung, die man eigentlich im Alltag nicht macht. Vielleicht ist das ein toller Anker oder ja, fasst euch mit der rechten Hand am linken Ohr. Und dann weiß ich nicht, was man sich noch vorstellen könnte. Ja, aber dann sucht ihr euch mal den Anker aus, der genau jetzt einfach vor eurem inneren Auge auftaucht. Dann kann man so das Unterbewusstsein kann man so ein bisschen fragen und sagen, hey, was würde denn am besten funktionieren? Und dann kriegt man immer eine gute Antwort. Genau, und dann, wenn ihr jetzt den Anker gefunden habt, mit dem wir dann gleich diesen guten Zustand dann verbinden, dann haben wir das schon mal geklärt, ne? Dann braucht er da nicht erst noch suchen, wenn wir dann angekommen sind und dann gehen wir jetzt einfach weiter und beobachten einfach unseren Atem. Und versucht ganz genau das Ein- und Ausatmen zu beobachten. In den Bauch einatmen. Öffnet sich die Lunge. Kehlkopf und Kopf. Und ein Gedanke auftaucht und man sagt, ah, okay, interessant. Und dann und ganz undramatisch wieder zur Wahrnehmung des Atems und zur Wahrnehmung des Körpers zurückkommen. Das ist ganz normal, die Gedanken, die auftauchen. Einfach das Freispiel des Raumes. Aber die Gedanken, die sind ja nicht unsere. Ein Gedanke ist immer etwas, was von uns Besitz ergreifen will. So ungefähr, als wären wir ein Radio und der Gedanke ist der Sender, der Musik spielt und dann in unserer Radio gerade auf der richtigen Frequenz eingestellt ist, dann können wir den Gedanken empfangen. Wir können einfach auch das Radio auf den toten Kanal stellen. Und das machen wir, indem wir einfach dem Körper zuhören und einfach unsere Atmung beobachten und dann spürt ihr vielleicht auch schon so ein leichtes Pulsieren im ganzen Körper. Und das Pulsieren ist natürlich der Herzschlag. Wir spüren, wie das Herz Blut durch den ganzen Körper transportiert und Sauerstoff und Nährstoffe werden verteilt. Das passiert alles ohne unser Zutun.
Und ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber wenn ich das dann so in tiefer Meditation bemerke, dann ist das so eine unglaubliche Hochachtung und so eine Wertschätzung, auch so ein Wunder. Ich denke so, alles, was für ein Wunder. Also diese ganzen Prozesse laufen von ganz alleine. Also was für ein Wunderwerk ist eigentlich der menschliche Körper und was für eine Präzision und Schönheit findet da drin statt. Das ist unglaublich. Das ist dann so ein Gefühl von Wärme und Liebe dem eigenen Körper gegenüber, was da in mir entsteht. Und ich denke so, es fühlt sich total gut an. Ein toller Körper. Das ist so ein weiser Lehrer. Und der Körper sagt mir immer ganz genau, was dann gerade los ist. Das ist so eine ganz tolle Rückkopplungserfahrung. Wenn ich jetzt von 10 runterzähle auf 0, dann wird die Entspannung immer tiefer. Und 10. So ein Schweben und Gleiten. So ein Gleiten und Schweben. 9. So eine Schwerelosigkeit, die an euch entsteht, die wir genießen. Genießen. Schwerelosigkeit. Und Leichtigkeit. Entspannung. Entspannung, Leichtigkeit, angenehm, Kontrolle aufgeben, Kontrolle aufgeben, angenehm und 6, ganz leicht und friedlich und friedlich. Und leicht. Und 5. Gehalten. Geborgen. Ganz geborgen. Gehalten. Und 4. Ganz präsent. Entspannt. Ganz entspannt. Und präsent. Und 3, eine große Liebe und Freude und Freude und Liebe. Und 2, ist wie eine Sonne, strahlende Sonne und Ruhe und Ruhe und strahlende Wärme der Sonne. Und 1, gleiten und schweben und schweben und gleiten. Und 0, ganz entspannt und schwerelos, schwerelos, ganz entspannt. Und seid ihr in diesem wunderbaren Zustand, dem es so einfach ist, dauerhafte und gute Veränderungen in eurem Leben vorzunehmen. Und ich weiß nicht, wie ihr diesen Zustand nennt. Einige nennen ihn Meditation, andere nennen ihn Trance. Der tiefen Entspannung. Aber das ist auch egal. Dieser Zustand sich so gut anfühlt. Und um diesen Zustand ganz einfach wieder zu erreichen, dann könnt ihr genau jetzt euren magischen Knopf drücken. Und
Dreimal tief ein- und ausatmen. Diesen wunderbaren Zustand genau an die Stelle in eurem Körper fließen lassen. Ah, genau so. Das macht ihr genau richtig. Ganz entspannt. Nie mehr Geräusche um euch herum auftauchen. Gerade die Geräusche, die wir als störend empfinden oder auch als Ablenkung. Dann könnt ihr auf einmal feststellen, wie diese störenden Geräusche, diese Entspannung, diesen Fokus auf eure innere Welt noch einfacher machen, sogar noch verstärken. Denn ihr wisst ja, dass die Ausrichtung eures Geistes eure Wahrnehmung festlegt, alles Irrelevante ausblendet. Und je mehr Irrelevantes es gibt, desto besser ist es. Und dann müssen wir nichts anderes tun, als einfach das zu tun, was wir sowieso die ganze Zeit tun. Nämlich zu atmen. Aus. Und ein. Und ein und aus. Und könnt ihr spüren, wie die Wahrnehmung von eurer Lunge und vom Unterbauch sich immer weiter ausdehnt im ganzen Körper. Diese wunderbare Entspannung wahrnimmt, die sich immer weiter im Körper ausbreitet. Sogar wie so ein leichtes Kribbeln, das ihr jetzt wahrnehmen könnt. Na, weil, es ist ja klar, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass mit der Entspannung der Muskeln die Blutversorgung steigt, mit dem tiefen Atmen immer mehr Sauerstoff in die Muskeln, ins Bindegewebe, in die tiefen Schichten eures Körpers gelangen. Und Sauerstoff ist richtig gut in euren Zellen. Ist gut für den Stoffwechsel. Ist gut für die Erneuerung der Zellen. Es verhindert das vorzeitige Altern. Es stößt ganz viele wunderbare Regenerations- und Heilungsprozesse an. Es ist ein magisches Licht, das euch erfüllt. Genau die Farbe, die ihr mit Heilung assoziiert. Vielleicht ist es ja blau oder rot oder lila oder gelb oder weiß oder silbern oder gold. Jetzt einfach gucken, welche Farbe sich in eurem Körper ausbreitet, die für euch genau die richtige Farbe ist. Und man fängt alles zu heilen. Das ist interessante Kribbeln in euch erzeugt. Und vielleicht spürt ihr das auch schon, als ob der Körper so größer wird, sich nach außen ausdehnt, einfach immer mehr Energie durch die tiefe Atmung in den Sauerstoff entsteht, der ganze Körper besser durchblutet wird. Und obwohl ihr euch entspannt, dann ist es ganz einfach, gerade zu sitzen. Weil die Atmung, die perfekte Stellung des Körpers, ganz alleine herstellt. Beim Einatmen, wie der Körper sich so ein bisschen nach oben streckt.
Aber weil die Bauchmuskulatur aktiv wird. Und am Ausatmen sinken wir so ein bisschen zusammen, weil die Bauchmuskulatur sich entspannt. Na, vielleicht ist es bei dir auch genau umgekehrt. Und es gibt ja die normale Atmung, auch die Umkehratmung. Und da kannst du gar nichts falsch machen. Das ist alles genau richtig so, wie es gerade passiert. Und wenn du jetzt guckst, was passiert, dann kannst du vielleicht schon feststellen, wie dein bewusster Geist sich eine wunderschöne Erinnerung nimmt, einen wunderschönen Moment oder einen letzten Urlaub. Oder genau das Schönste, was dir jemals passiert ist, dass du dich jetzt gerade erinnern kannst, während dein unbewusster Geist hier bleibt und all das aufnimmt, was ich dir erzähle, genau auf die Art, die genau richtig für dich ist, wenn dein bewusster Geist einfach auf Reise geht. Dieser wunderbaren Erinnerung und all die Suggestionen jetzt durch mich hindurch zu dir fließen, genau an die richtige Stelle kommen können. Genau das bewirken, was für dich jetzt am besten ist. Und du spürst schon, wie in dir das wunderbare, heilende Licht immer stärker wird. Immer tiefer in die Entspannung, immer tiefer in den Körper hineinkommst. Genau so. Das machst du perfekt. Und wenn du willst, dann können wir diese wunderbare Entspannung wieder ankern. Und dann drückst du jetzt wieder den magischen Knopf, den du dir ausgesucht hast. Und atmest diese wunderbare Entspannung genau an die Stelle in deinem Körper. Dreimal ein und aus. Genau so. Wunderbar machst du das. Ich sehe schon, du bist ein Naturtalent. Du weißt, wie man sich richtig gut entspannen kann. Und dann kannst du dich in den magischen Fahrstuhl der Entspannung begeben. Dann fahren wir noch tiefer hinunter. Diesen wunderbaren Zustand der tiefen Entspannung. Und dann siehst du schon, wie dieser wunderbare, magische Aufzug vor deinem inneren Auge Gestalt annimmt. Und wenn du bereit bist, dann kannst du jetzt genau hineingehen und bist so, diese wunderbare, magische Atmosphäre in deinem magischen Fahrstuhl. Dann kannst du dir die Wände von dem Fahrstuhl anschauen, Boden und Decke. Und vielleicht ist dein magischer Fahrstuhl ja durchsichtig oder vielleicht ist er auch wie in so einem wunderbaren alten Berliner Mietshaus oder wie in einem wunderbaren, kostbaren Schloss, das du dir gerade vorstellst, dann siehst die magische Energie, die über diese Fahrstuhltafel huscht, auf der du jetzt die verschiedenen Untergeschosse siehst. Dann siehst du ein Hefe-Erdgeschoss,
Und dann siehst du darunter all die Knöpfe, die für die unterschiedlichen Entspannungszustände stehen. Und dann siehst du einen Knopf für A, darunter B und dann C und dann D. Dann drückst du jetzt auf den Knopf mit dem A. Du siehst, wie sich die Fahrstuhltüren ganz sanft schließen, ganz angenehm. Der Aufzug fängt an, nach unten zu fahren. Ganz angenehme Bewegung. Und während der Fahrstuhl nach unten fährst, dann merkst du, wie diese Entspannung immer tiefer wird und immer tiefer. Die ganz tiefen Muskelschichten werden jetzt von der Entspannung erfasst. Ganz weich, ganz tief nach unten. Ein ganz angenehmes Gefühl nach unten. Entspannung und Wärme. Weich und schwebend, schwerelos. Jetzt drückst du auf den nächsten Knopf. Und da ist das B und da drückst du drauf und der Fahrstuhl fährt noch tiefer nach unten und vielleicht spürst du schon, wie die Bewegung so ein bisschen schneller wird. Noch mehr Entspannung. Noch tiefer der Atem. Noch lockerer die Muskeln. Es ist angenehm und warm. Es ist warm und angenehm und beschützt und gehalten. Gehalten und beschützt. Jetzt wird der Fahrstuhl wieder ein bisschen langsamer und hält an. Und weil es sich so gut anfühlt, dann drückst du sofort die nächste Taste. Drückst auf das C und merkst, wie der Fahrstuhl sich wieder in Bewegung setzt und sogar noch schneller wird und noch tiefer sinkt und Entspannung. Der letzte Rest von Spannungen weicht aus deinen Muskeln. Und du stellst fest, dass, obwohl du die bewusste Kontrolle über deine Muskulatur aufgibst, der Körper trotzdem nicht zusammensinkt. Und du hast zwei verschiedene Arten von Muskulatur. Du hast die weißen Muskelfasern, die du willentlich bewegst, du wunderbar anspannen und entspannen kannst. Und das ist auch die Muskulatur, die dir am Schreibtisch immer einen steifen Nacken beschert, der sich jetzt immer weiter entspannt und immer weiter öffnet. Und spürst dann, dass unter der weißen Muskulatur die rote Muskulatur liegt, die direkt um die Knochen gewickelt ist. Die wir verwenden, wenn wir im Qigong auf den Knochen stehen. Das ist die Muskulatur, die dir Körperspannung verleiht, die also unbegrenzt tätig werden kann und die dich über Stunden und Stunden hinweg aufrecht sitzen oder stehen lässt, die automatisch aktiv wird, sobald du die weiße Muskulatur entspannst. Du spürst jetzt, wie diese rote Muskulatur von ganz alleine aktiv wird und Körper die Kontrolle übernimmt und ein bisschen Überraschung zusiehst, wie du ganz entspannt liegst und sitzt und je weiter du die
bewusste Kontrolle über die Muskulatur aufgibst, den Körper ganz automatisch wieder in seine natürliche Position zurückkommt. Ich wusste, weiß ja nicht, ob du das kennst, aber in ganz tiefer Hypnose ist dein Körper so entspannt, dass du ohne jegliche Vorübung einen Spagat machen kannst, ohne dass irgendwas an den Sehnen oder Muskeln passiert, und dass der natürliche Zustand deiner Muskeln ist. Ganz locker, ganz entspannt, weil die roten Muskeln, weil die Knochenmuskulatur dich trägt. Deswegen kannst du die bewusste Kontrolle über deinen Körper ganz und gar aufgeben. Kannst deinem Körper vertrauen, dass er dich hält. Kannst diesem wunderbaren Sinken in die Entspannung folgen. Und siehst schon, in dem Aufzug ist diese kleine Tafel, die dir zeigt, in welchem Geschoss wir gerade sind, und sind der C schon längst vorbei, schon im Tiefgeschoss D angekommen. Und wenn der Fahrstuhl jetzt langsam zur Ruhe kommt, dann macht es so plumm angekommen, und mit einem Schlag löst sich alles auf. Alles um dich herum ist Licht und Schwingung und schwingt vor Liebe und Freude, wird zusammengehalten von Liebe, schwingt vor Freude. Ganz einfach in dem Zustand bleiben, der sich so angenehm anfühlt. Und jetzt kannst du auch diesen Zustand wieder in deinem magischen Knopf ankern und drückst deinen magischen Knopf und atmest genau diesen Zustand in diesen Knopf hinein und ein und aus. Spürst jetzt, wie genau diese Stelle, dieser magische Knopf, diesen wunderbaren Zustand merkt. Und du in Zukunft zu jedem Zeitpunkt genau in diesen wunderbaren Zustand zurückkehren kannst. Ganz mühelos. Auch indem du den Knopf hältst. Und dreimal ein- und ausatmest. Spürst den Atem, der mit diesem wunderbaren Zustand verbunden ist. Spürst den Herzschlag, der mit diesem Zustand verbunden ist. Spürst die wunderbare, tiefe Entspannung deinem ganzen Körper mit diesem wunderbaren Zustand verbunden ist. Lässt anfühlen die Farbe dieses wunderbaren Gefühls. Lässt anfühlen diese magische Farbe, deinen ganzen Körper. Und spürst, wie dieses Gefühl immer stärker wird. Die Farbe deinen ganzen Körper auffüllt. Immer intensiver wird, immer stärker. Und so stark wird, dass die Farbe schon das Licht aus deinem Körper herausstrahlt. Das Licht durch die Poren deiner Haut in den Raum strahlt. Immer stärker wird.
meine Haut schon richtig anfängt zu leuchten und dein Körper umgeben ist von einer Aura dieses wunderbaren magischen Lichts. Es strahlt immer weiter in den Raum hinaus und immer stärker und füllt an den ganzen Raum um dich herum. Immer stärker und füllt aus das ganze Haus. Immer stärker und stärker. Entspannung, das wunderbare Gefühl. Es füllt auf die ganze Stadt. Immer stärker und füllt aus das ganze Land. Immer stärker, immer stärker. Füllt aus ganz Europa, ganzen Kontinent. Immer stärker die ganze Welt. Jetzt wird das Gefühl so stark, das Licht so stark. Durch dich hindurch, aus dir heraus. Das anfühlt das ganze Universum. Genau dieses Gefühl darfst du in deinen magischen Knopf hineinatmen. Genau so. Hast du wieder loslassen. Du darfst spüren die wunderbare Entspannung in deinem Körper. Das wunderbare Gefühl. Dein Körper dich trotzdem aufrecht hält. Der Atem dich balanciert. Ein- und ausatmen. All die wunderbaren Vorgänge in deinem Körper in Bewegung setzt. In Verdauung, Heilung. All die regenerativen Prozesse in Gang setzt. Und wenn du tief atmest, dann wird dein parasympathisches Nervensystem aktiv. Und dann weiß der Körper, dass er jetzt Zeit hat, sich um Heilung und Regeneration zu kümmern. Und all die Prozesse in Gang setzen, die langfristig dafür sorgen, dass du gesund wirst und alt wirst und dich einfach so gut spürst, dass dein Körper sich so gut anfühlt, all die Spannung des Tages von dir abfällt. Ganz einfach deinen Körper spüren und den Boden unter dir. Das Gewicht durch deinen Körper, all die Stellen, die dein Körper mit dem Boden verbunden ist, hinunterfließt in den Boden. Dein Körper sich automatisch ausrichtet und balanciert. Immer mehr Entspannung, immer tiefer. Wenn dein bewusster Geist einer wunderbaren Erinnerung auf Reisen geht, dein Körper und dein Unbewusstes, all die Anweisungen genauso ausführt, wie es für dich genau richtig ist. Mal tiefer und tiefer. Und da ist wieder dieses wunderbare Licht, das anfängt in dir zu strahlen, deinen ganzen Körper ausfüllt, immer stärker und immer intensiver wird und spürst jetzt schon die Außengrenze deines Körpers, deiner Haut, dass das Licht unglaublich stark wird, immer intensiver und immer stärker leuchtet durch dich hindurch, aus dir heraus und diese wunderbare Aura
Das Heilen im Licht. Um deinen Körper herum, so in 10 Zentimeter Entfernung. Immer stärker. Dass der ganze Raum erfüllt ist von diesem wunderbaren heilenden Licht. Immer stärker. Dass das ganze Haus erfüllt ist. Immer weiter. Das ganze Land. Der ganze Kontinent, die ganze Welt. Das ganze Universum. Voll von Liebe und Weisheit. Und Freude und Liebe. Alles schwingt, zusammengehalten von Liebe und schwingt für Freude. Jetzt kannst du wieder den magischen Knopf drücken und dieses wunderbare Gefühl hineinfließen lassen. Und auch in Zukunft, jederzeit, wenn du den Knopf betätigst, innerhalb von 3 Atemzügen in diesen wunderbaren Zustand zurückkehren kannst. Genau so. Ganz wunderbar. Lass mal wieder los. Und spüren wieder dieses wunderbare Gefühl von Entspannung, das leichte Kribbeln in unserem ganzen Körper, spüren das Blut, das den wunderbaren Sauerstoff zu jeder einzelnen Zelle bringt und Sauerstoff versorgt und können zuschauen, wie alle Stoffwechselprodukte abtransportiert werden und alle Zellen umstellen auf Reparatur und Heilung. Und jetzt durch die tiefe Atmung des parasympathischen Nervensystems aktiviert ist. Und spüren dieses wunderbare, heilende Kribbeln und das Pochen des Pulses in jeder einzelnen Zelle und bezeugen die Heilung unseres Körpers. So tiefe, tiefe Entspannung. Und nehmen wahr, wie die ganze Spannung des Tages von uns abfällt. Und wenn dieses magische, heilende Licht in uns entsteht, in unserem Körper, und anfüllt unseren ganzen Körper. Immer mehr Licht, immer intensiver. Spüren, wie der ganze Körper erfüllt ist von diesem wunderbaren Licht. Bis zur der Außengrenze unserer Haut. Das Licht wird schon immer stärker in uns und sehen schon, wie die Haut anfängt zu funkeln und zu leuchten und die Farbe des Lichts dann die ganze Haut anfüllt und das Licht anfängt dann über die Grenzen unserer Haut hinauszustrahlen, in den Raum um uns herum. Diese wunderbare magische Aura um uns herum, in 10 Zentimeter Höhe, so eine Handbreit in etwa, den Raum anfüllt und immer intensiver leuchtet und kann schon gar nicht mehr den Körper darunter sehen, ist nur noch dieses Leuchten da und immer stärker und erfüllt den ganzen Raum. Der ganze Raum voller Heilung, beschützt und getragen. Getragen, beschützt, schwerelos, schwebend. Schwebend und schwerelos. Getragen, gehalten, voller Liebe. Und spüren, wie das Licht immer stärker wird und anfüllt das ganze Land, den ganzen Kontinent, die ganze Welt, heilende Energie für den ganzen Planeten,
Unbegrenzte Ressourcen des Lichts durch uns hindurch, aus uns heraus. Nicht enden, nicht aufhörend, kein Anfang, kein Ende. Alles voll magischem, hallendem Licht. Dass das ganze Universum erfüllt ist von Heilung und Liebe. Und alles schwingt vor Freude, wird zusammengehalten von Liebe. Alles voll magischem Licht. Alles darf wieder sich genau so anordnen, wie es für dich am besten ist. In deinem Körper. Heilung. Alle unausgeglichenen Energien dürfen sich ausgleichen. Genau so, wie das für dich richtig ist. Alles darf genau so heilen. Ganz schnell und ganz langsam. Genau so, wie es für dich passt. Und die Heilung ist nicht beschränkt auf dein Inneres. Du siehst, wie innere und äußere Zustände verbunden sind. Und während diese Heilung in dir stattfindet, dann siehst du, wie auch alles, was in deinem Leben passiert, nur eine Manifestation dieser inneren Zustände ist. So wie sich die Energien in dir ausgleichen und heilen, dann rückt sich auch dein ganzes Leben wieder ins Gleichgewicht. Und all die Probleme heilen. Ein Kratzer auf deiner Haut, der wieder zusammenwächst. Ganz natürlich, weil es der ganz normale Lauf der Dinge ist. Und kann auch alles in deinem Leben sich genau sortieren, wie es für dich richtig ist, und ganz mühelos der Zustand eintreten darf, der für dich am besten ist, in dem du am meisten lernen kannst, der dir die schnellste und beste Entwicklung zur Verfügung stellt, damit du die beste Version deiner selbst werden kannst. Die beste Version deiner selbst. Verantwortung für dich. Für deine Lieben. Für die ganze Gesellschaft. Genau in dem Maß, der für dich richtig ist. Die große Freude. Für dich tätig zu werden. Dich zu erkennen in diesem Zustand. Du, diese wunderbare Person, die so viel bewirken kann in dieser Welt. Siehst, wie du gut für dich sorgen kannst und siehst dich, deine Version morgen und überlegst, was du Gutes tun kannst, worüber du dich freuen würdest, wenn es morgen so wäre, und kannst dir von hier aus viele, viele gute Geschenke in die Zukunft schicken. Lauter Dinge, über die du dich morgen und übermorgen und in allen Tagen, die noch kommen, freuen wirst, die so eine große Hilfe für deine Entwicklung sind und großer Grund für eine innere Freude, vielleicht sogar ganz unbegründet und einfach nur, weil es sich so gut anfühlt, weil es so viel Spaß macht, die beste Version deiner selbst zu werden, die du dir vorstellen kannst. Lass dieses gute Gefühl anfühlen deinen Körper und herausstrahlen, die ganze Welt, das ganze Universum. Du kannst jetzt wieder deinen magischen Anker drücken und dieses gute Gefühl genau in den Punkt hineinatmen. Damit du auch in Zukunft ganz schnell wieder in diesen Zustand kommen kannst. Einfach, weil es sich gut anfühlt oder
weil das genau das ist, was du in Zukunft brauchen wirst. Genau so. Wunderbar. Lass dir deinen magischen Anker wieder los und steigen wieder in den magischen Fahrstuhl ein. Du drückst dann auf Ewi Erdgeschoss. Siehst, wie sich die Türen langsam schließen und der Fahrstuhl langsam nach oben fährt. Ganz langsam und langsam schneller werdend und immer schneller. Genau in der Geschwindigkeit, die für dich angenehm ist. Und du siehst schon, wie wir vom D zu C gekommen sind und immer weiter das C zum B, immer weiter nach oben zum A. Und wenn es beim A ist, dann noch weiter oben ins Erdgeschoss. Und bling, öffnen sich die Türen und du steigst aus und schaust nochmal zurück und winkst dem Fahrstuhl auf Wiedersehen. Und nicht gleich, nicht jetzt, aber gleich, wenn ich anfange von 1 bis zu 5 zu zählen, dann bist du immer wacher. Kommst du dann langsam hierher zurück. Und 1. Ein Herzschlag und ein Puls normalisieren sich auf ein für dich gesundes und normales Maß. Und 2, dann kommst langsam immer weiter nach oben, hierher zurück. Und 3, trinkst einen kleinen energetischen Espresso und spürst vielleicht schon, wie diese helle, lichte Energie sich in deiner Magengrube anfängt auszubreiten und immer heller und klarer wirst. Und 2, immer weiter nach oben, immer schneller, immer mehr Energie. Und 1, öffnest deine Augen und ein Lächeln gleitet über dein Gesicht und bist wieder hier bei mir. Du kannst diesen Zustand von angenehmer Entspannung und Wachheit genießen. Genau so. Damit unsere Freunde auf der anderen Seite vom iPad auch was sehen, dann wage ich mal ein bisschen Beleuchtung. Ganz sanft. Nicht zu viel. So. Ja, alles gut. Jeder, wie er will. Dann kurzes Päuschen und dann nochmal Pipi-Pause und dann können wir gucken, ob der Anker funktioniert. Genau, einfach. Ja, einfach kurz laufen lassen. Na, wie geht's euch? Entspannt.
Ganz entspannt im Hier und Jetzt. Ne? Ist eigentlich, also was er jetzt erlebt, ist eigentlich nur so eine gesunde Wachheit. Das ist eigentlich der Zustand von Wachheit, der entsteht, wenn dieser Stress nicht da ist. Ne? Das ist eigentlich das, was es bedeutet, wach und im Hier und Jetzt zu sein. Könnt ihr schon sehen, also wie weit wir eigentlich von diesem Zustand im Alltag entfernt sind und was diese Zivilisation als Wachzustand definiert. Also es ist sehr interessant. Und wie war für dich? Total lustig, ich war bei der Hinweis. Ah, ja, dann kennst du es schon, ja. Naja, dann ist das ja alles nichts Neues für dich. Nein, das ist jetzt auch nicht entscheidend. Das Ja, ist trotzdem immer wieder lustig. Wenn sie wüsste, erkennt, wie lustig. Ja, es ist am Endeffekt, ist es, ja, also die Sachen, die funktionieren, sind immer die gleichen und jeder macht es ein bisschen anders. Ja. Okay. Ja, Menschen, schaue ich mal auf die Uhr, ist schon kurz vor 8. Also ich würde jetzt aber trotzdem noch die Dämonenarbeit dann kurz anschließen. Aber ich würde euch, also vorher probieren wir den Anker nochmal aus. Das ist ja dann gut zu gucken, ne? Dass der funktioniert. Dann bauen wir uns auch noch gleich einen Aufwachanker. Dann warten wir noch, bis alle von der, bis alle wieder da sind. So, alle wieder da, oder? Jeder schaut auf der Stuhl links neben ihm. Gut, okay. So, dann seid ihr jetzt ja wach, ne? Seid ihr alle wieder da? So, wenn wir jetzt alle wieder wach sind, dann können wir diesen Zustand auch wieder ankern. Also sucht euch mal so einen magischen Knopf, den ihr drücken wollt, um wieder aufzuwachen. Bei mir ist es so, also wenn ich in Trance gehen will, dann habe ich praktisch meinen linken Daumen hier, fasse den Daumen und mache drei Atemzüge. Und wenn ich aufwachen will, dann nehme ich einfach meinen rechten Daumen in die Hand. Also wenn ihr das so jetzt rechts irgendwo, also links was gedrückt habt, drückt er jetzt rechts. Wenn ihr vorne gedrückt habt, drückt das mit der anderen Hand. Also könnt ihr euch irgendwas überlegen. Und dann löst mal euren Knopf fürs Aufwachen aus. Das wäre jetzt bei mir mein rechter Daumen. Und dann atme ich jetzt diesen Wachzustand, dieses Gefühl in meinen Daumen. Also ich bin ganz bewusst und wach, ganz entspannt und hier und jetzt. Ich spüre meinen rechten Daumen und verbinde jetzt diese beiden Zustände.
Atme diesen Zustand von angenehmer Wachheit in meinen rechten Arm dreimal. Wunderbar. So, dann schauen wir mal jetzt, ob der Trance-Anker funktioniert. Auf die Plätze, fertig, los. Löst mal aus und dann Fahrstuhl rauscht nach unten. Atmung, Pulsschlag. Und das wunderbare magische Licht, das uns den ganzen Körper auffüllt. Das Kribbeln. Wunderbar. Möchte man gar nicht wieder aufwachen. Jetzt fahren wir trotzdem wieder hoch. Ne? Also von 1 bis 5. 1, weiter nach oben. Und 2. Blutdruck und Herzschlag normalisieren sich auf für dich normale Wert. Und 3. Energetischer Espresso, der breitet sich in der Magengrube aus. Und 4. Mal weiter nach oben. Und 5. Es hat wieder ganz wach und bei mir und Augen auf und löst ihr euren Wachanker aus und atmet den angenehmen Wachzustand in euren rechten Daumen rein. Wunderbar. Und gleich nochmal, weil ihr wisst ja, Practice makes perfect, wie mein Hypnotiseur immer sagt. Ja, den linken Daumen. Und Fahrstuhl rauscht nach unten. Atmung, Pulsschlag, das magische Licht füllt euch auf. Bewusstsein geht mit einer wunderbaren Erinnerung auf Reisen. Ja, über den Körper in direkter Verbindung mit eurem Unterbewusstsein seid und jetzt über Bilder und Assoziationen mit eurem Freund auf der anderen Seite kommunizieren. Und spürt, welche Stellen im Körper gerade eure Aufmerksamkeit benötigen. Und könnt da hingehen und merkt schon, wenn ihr da jetzt noch tiefer reingeht, dann kommen die Bilder hoch. Und das heben wir uns aber für gleich auf. Bevor wir zu tief hinabsteigen, dann lösen wir wieder den Wachanker aus. Der Fahrstuhl fährt nach oben. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr seid wieder bei mir. Ganz wach hier und jetzt. Perfekt. Okay. So, das ist der Tieftrance-Anker, den haben wir jetzt gesetzt. Und würde ich sagen, also ich würde jetzt einfach noch mal so eine halbe Stunde dranhängen mit der Dämonenarbeit. Und wer jetzt sagt, okay, das ist mir einfach zu heiß, dann könnt ihr euch jetzt aus dem Videochat ausklinken. Oder das wäre ja jetzt so der Punkt, wo ihr euch die Schnürchen schnürt und den Raum verlasst. Und
wenn jetzt hier bleibt, dann gehe ich, setze ich euer stillschweigendes Einverständnis voraus. Was ihr jetzt machen wollt, ist, dass ihr eine Situation erzeugt, die so ein Gegenüber hat. Also es wäre, dass ihr jetzt auf der Matte sitzt, dass ihr so einen Platz definiert, wo ihr sitzt und dann euch gegenüber sitzt dieser Dämon. Da könntet ihr zum Beispiel jetzt bei der Bodenmatte, habt ihr gelb und grau und gelb. Ne? Man sagt, ihr sitzt auf der einen Seite und grau ist praktisch das, was euch trennt und gelb ist auf der anderen Seite. Wenn ihr sagt, ach nö, ich möchte es lieber am Sitzen machen, dann stellt euch einfach so einen Stuhl gegenüber. Also Clara, du könntest jetzt den Stuhl einfach so, dass du dich so ein bisschen runtersetzt und dass der so in einer angenehmen Entfernung von dir steht, weil da sitzt dann gleich ein Dämon und der könnte auch ein Ticken größer sein und schlechten Mundgeruch haben. Also der Stuhl darf dann gerne in einer angenehmen Entfernung von euch stehen. Das ist auch so, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt so einen Stuhl gegenüber haben. Also man kann auch sich vorstellen, wie man sich dann auf die andere Seite setzt. Aber in meiner Erfahrung ist es so, dass es eine Menge Sinn macht, tatsächlich den Platz zu wechseln. Und wenn man jetzt überlegt, also jetzt einen Rahmen nochmal zu setzen, was wir jetzt machen, ist eigentlich so ein Bereich der Metaphernarbeit. Das ist auch so ein ganz weites Feld, mit dem man arbeiten kann. Das ist jetzt so ein spezielle Metapher, die wir verwenden. Das ist ein Format, was von Zyldrum Allione entwickelt worden ist. Das ist hier auch in diesem Buch von ihr schön beschrieben. Das ist ein Buch von ihr, das heißt, den Dämonen Nahrung geben. Das basiert auf der Chöd-Praxis und auf der Mandala-Praxis. Und ich habe also eine Einweihung in den Chöd. Also habe Chöd praktiziert und habe auch eine Einweihung in die Mandala-Praxis, habe die 15 Jahre praktiziert, bin aber nicht persönlich ausgebildet von Zyldrum Allione. Das nicht. Aber es war, ich hab das für mich gemacht, es war so ein wie nach Hause kommen. Das auch schon mit vielen Leuten im Coaching im Rahmen der Metaphernarbeit gemacht. Und es ist ein tolles Format. Ich habe immer hervorragende Resultate damit bekommen und fühle mich daher berufen, das an der Stelle weiterzugeben. Und ja, es sieht so aus, dass wir gehen jetzt gleich in Trance, werden also den Trance-Anker auslösen. Und dann könnt ihr euch jetzt oder gleich ein Thema aussuchen, was ihr bearbeiten möchtet. Und es wäre zum Beispiel, dass er sagt, ich habe so einen verspannten Nacken gerade, möchte ich bearbeiten. Also ich will nicht immer so einen verspannten Nacken haben. Und was wäre denn, wenn diese Verspannung im Nacken ein Dämon wäre? Und dann könnt ihr also dieses Gefühl von Verspannung, könnt ihr euch wirklich ins Gewahrsein holen und dann zuschauen, also wie diese Verspannung aus euch herausfließt, also als Form in Form von dunklen Wolken oder vielleicht ist das ja auch so eine fiese Schleime, zähe Brühe, die dann so aus euren Füßen raus, ne, dann auf die andere Seite schrubbelt und dort Gestalt annimmt. Also so, das kann in vielerlei Art passieren. Vielleicht ist es auch so ein Licht, was euch rausstrahlt und also es ist so, also könnt ihr einfach zuschauen, was dann passiert. Es könnte auch eine Krankheit sein, mit der ihr euch gerade beschäftigt, wo ihr verstehen wollt, also was die psychosomatischen Anteile dieser Krankheit eigentlich sind, also was ihr damit verbindet. Und gerade Rückenleiden haben ja einen starken psychosomatischen Anteil. Es könnte auch ein traumatisches Erlebnis sein, also würde ich so definieren, also eine Erinnerung, die älter ist als 18 Monate, die ihr aber nicht als neutral erlebt, wenn ihr euch daran erinnert. Die also mit Scham verbunden ist, mit Stress, mit nicht hinschauen wollen, mit Wut. Also wo eine starke emotionale Reaktion kommt.
Und wenn die Erinnerung älter ist als 18 Monate, würde ich sagen, okay, das so kann man als traumatisches Ereignis definieren. Und dann würde das in meiner Welt auch Sinn machen, dazu mal zu gucken, was da drunter liegt. Und dann könnte man sagen, genau, dann gehe ich in diese Erinnerung rein, die ich jetzt bearbeiten möchte, und ich lasse die dann vor meinem inneren Auge wieder Gestalt annehmen und gucke, also wie hat sich das gefühlt? Also welche Wahrnehmung war damit verbunden? War es ein bestimmter Geruch? Also war da irgendwas, was ihr gesehen habt, was ganz schlimm war? War das eine Körperwahrnehmung? War das mit Kälte, mit Wärme verbunden? Also was genau ist in euch passiert? Also mal, war das so kalte und heiße Schauer? Ne? Und es sind so, dass ihr alle Sinneskanäle dann aktiviert, um diese Erinnerung wieder hochzuholen, aktiv werden zu lassen. Und wenn ihr dann in der Situation seid, dann fragt ihr, okay, aber das, was mich da so handeln ließ, das, was da diese Situation so verkorkst gemacht hat, also das Unangenehme daran, was ich da erlebe, was noch da ist. Also wenn das ein Dämon wäre, wie würde der wohl aussehen? Man könnte auch diese Wahrnehmung, dieses Gefühl von der Situation wieder aus euch rausfließen lassen, auf dem Platz gegenüber Platz nehmen lassen und dann zuschauen, also wie dieser Dämon Gestalt annimmt. Das ist praktisch so der erste Schritt. Und dann schon interessant, also welche Bilder das Unterbewusstsein dann so heraufbeschwört. Und dann ist es auch immer ganz gut, sich daran zu erinnern, also es sind Persönlichkeitsanteile von euch selbst. Aber es sind tatsächlich autonome Persönlichkeitsanteile. Das ist das, was wir aus den Neurowissenschaften und der Psychologie so mitnehmen können. Und es ist auch erstaunlich, also welche Angst man davor entwickeln kann. Aber es sind eben Persönlichkeitsanteile von euch selbst. Und wenn ihr dann genau hinschaut, dann könnt ihr schon sehen, okay, das ist auch, also das ist schon ein Teil von mir, diese Wut oder diese Scham oder dieses, ne? Und ich gehe da mal rein, um besser zu verstehen, wo es herkommt. Und das ist der Grund, warum wir dann den Platz wechseln und uns mit diesem Dämon identifizieren, um zu gucken, wie genau sich das anfühlt. Und das dann auch schon erstmal eine schockierende Erfahrung zu verstehen, wow, also ich kann mich so fühlen, ich kann diese Wut so empfinden, ich kann diesen Hass so empfinden oder was auch immer dann hochkommt. Und dann wieder rauszugehen und wieder draufzuschauen, ist der Moment, wo ihr dann wieder zurückgeht auf euren Platz. Und dann, also dieses Spiel, ne? Ich werde zu dem Dämon und gehe wieder zurück, das ist so, ne? Und dann stell dir diesem Dämon drei Fragen. Und die erste Frage ist, was willst du von mir? Und dann wird dieser Dämon antworten. Ist dann auch immer so, ich will deinen Kopf, ich will dein Blut, ich will dein Leben, ich will deine ganze Zeit, ich will, dass du mir bis in alle Ewigkeit dienst. Ne? Also so, das ist ein Dämon, also der wird schon was wollen. Ne? Und wenn ihr das noch genauer verstehen wollt, dann gebe ich euch dann die Möglichkeit, den Platz zu wechseln und in diese Erfahrung des Dämons dann einzutauchen. Und dann in einer individuellen Session, also wenn wir das One-on-One machen würden, dann könnte ich jetzt so genau gucken, was bei euch passiert, ne, Augenreaktionsmuster. Dann könnte ich das so ein bisschen eintakten und schauen, wie viel Zeit ihr braucht. Und es geht jetzt in der Gruppe nicht, deswegen ich werde einfach so eine Minute geben. Müssen wir das so ein bisschen eintakten. Aber es ist ja für auch ganz, also dann sind wir einmal zusammen durch die Erfahrung durchgegangen und dann könnt ihr das ja zu Hause, könnt euch dann so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt. Aber ich würde euch auch mal empfehlen, also bleibt scharf, bleibt klar, also macht es nicht zu lang. Das ist nicht gut. Also die Erfahrung soll scharf und klar bleiben. Minute ist schon, 1, 2 Minuten ist schon okay. Also länger wollt ihr es nicht machen. Und ihr wollt auch nicht in dem Zustand bleiben. Also rein klar wahrnehmen und wieder raus. Das ist eine gute Idee. Erste Frage, was willst du von mir? Gucken, antwortet der Dämon?
Platz wechseln, gucken, wie fühlt sich das an, geh wieder zurück auf euren Platz. Zweite Frage, was kann ich für dich tun? Also was kann ich jetzt für dich tun? Guck dir, ob der Dämon antwortet. Ne? Habt ihr wieder die Möglichkeit, den Platz zu wechseln, in die Position des Dämons zu gehen, zu gucken, kommt noch mehr? Ne? Wie fühlt sich das? Wechselt ihr wieder den Platz zurück auf euren Platz? Und die dritte Frage ist, wie würdest du dich fühlen? Was würde passieren, wenn du all das bekommst, was du dir wünschst? Und dann schaut ihr an, was mit dem Dämon passiert. Wie verändert er sich? Und dann wechselt er wieder die Position und guckt, wie ändert sich das Gefühl dabei? Und wieder zurück auf euren Platz. Und dann kommt eigentlich der Hauptteil der Arbeit. Das heißt, also ihr, die Idee ist, also die göttliche Schöpfungskraft oder Schöpfung oder also die Energie, die diese Welt am Laufen hält. Also es ist Qi oder das klare Licht des Geistes. Egal, in jeder spirituellen Tradition wird es ein bisschen anders genannt. Und habt ihr ganz bestimmt den Begriff, der für euch genau passt. Diese Lebensenergie ist aber unerschöpflich. Und diese Lebensenergie lasst ihr in euch auferstehen. Das ist dieses magische Licht, das aus euch herausstrahlt. Und das strahlt rüber zu diesem Dämon und berührt den Dämon. Und mit dieser schöpferischen Kraft gebt ihr dem Dämon alles, was er sich jemals gewünscht hat. Aber es ist keine begrenzte Ressource, also es gibt keine, ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass das irgendwann ausläuft oder dass das von euch was wegnimmt. Sondern es ist wie so eine riesige Packung von unbegrenzter schöpferischer Energie, die diesem Dämon alles das gibt, was er will und noch 10-mal mehr. Und bis nur noch Liebe übrig bleibt. Dann könnt ihr einfach in diesem Prozess beobachten und könnt dabei anschauen, was mit diesem Dämon passiert. Und bei einigen Themen geht es dann sehr, sehr schnell. Manchmal dauert es länger. Manchmal geht es in einer Sitzung. Also ich habe persönlich an bestimmten Dämonen auch mehrere Monate immer wieder gearbeitet, bis ich es hatte. Ne? Das ist sehr unterschiedlich. Das ist dann einfach, wenn man einmal verstanden hat, was das Prinzip ist, was der Dämon eigentlich ist und merkt, okay, es hat halt in der Sitzung nicht gereicht, na, ist egal. Ne? Also ich habe mir auch angewohnt, es dann hinterher aufzuschreiben, also was ist genau da passiert, wie sah der aus, wie hat er die Fragen beantwortet, was war mein Gefühl vorher, hinterher. Das kann man so ein bisschen so ein Dämonentagebuch führen und dann gibt es vielleicht auch einfach die Situation, wo dieser Dämon sich einfach auflöst oder so ein nackter Säugling auf einmal auf dem Boden liegt oder so, sind so ganz verrückte Bilder. Ne? Auf einmal macht es wusch und ist alles nur noch strahlende Energie, strahlend vor Freude, zusammengehalten von Liebe. Und dann merkt man, okay, jetzt hast du das Thema gelöst, jetzt bist du durch. Ne? Also diese ganzen unbewussten Verkettungen haben sich aufgelöst. Und dann kann man fragen, okay, gibt es einen Verbündeten? Also es ist praktisch die positive Seite dieses Dämons. Also wenn ich was, also Wut und Zorn, wenn ich das durchgearbeitet habe, dann entsteht eine schützende Tatkraft. Es entsteht eine kreative Kraft oder also alles Mögliche, was damit verbunden sein kann. Das weiß man vorher nicht so genau. Und dann kann man fragen, okay, aber gibt es einen Schützer? Man kann gucken, welches Bild hochkommt. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch nochmal fragen, also bist du wirklich der Schützer? Kann dann fragen, wie heißt du denn? Hast du einen Namen? Das ist mal gut, wenn man weiß, wie der Schützer heißt, weil wenn man den Namen des Schützers kennt, dann kann man den Schützer rufen und kann dann fragen, aber was kannst du denn für mich tun? Was machst du denn für mich? Und dann kriegt man da eine Antwort und dann kann man sagen, wie kann ich dich denn rufen? Was muss ich tun? Muss ich dreimal deinen Namen sagen? Also muss ich an eine bestimmte Stelle gehen? Weiß ich nicht. Ne? Was muss ich tun? Und guck dann einfach, was die Antworten sind. Und das kann man sich auch wieder aufschreiben. Das ist sehr interessant. Also ein bisschen der Prozess. Also wir gehen in Trance. Er fokussiert dich auf das Thema, was ihr bearbeiten wollt. Strahlt euch aus hinaus. Dann sitzt der Dämon vor euch. Was willst du von mir?
wechselt die Position, spürt diesen Dämon, guckt, wie der sich anfühlt, er werde zu dem Dämon. Denkst, okay, das ist das, was es ist. Er geht wieder raus, werdet wieder zu euch. Zweite Frage, was kann ich für dich tun? Guckt, antwortet der Dämon. Er wechselt die Position, wenn ihr wollt. Guckt, wie spürt sich das, wie fühlt sich das? Wechselt wieder in eure Position. Dritte Frage. Wie würdest du dich fühlen, wenn du all das bekommst, was du willst? Guckt, was passiert mit dem Dämon, antwortet der. Habt ihr die Möglichkeit, die Position zu wechseln? Guckt, wie fühlt sich das? Dann wechselt ihr wieder in eure Position. Und dann gebt ihr dem Dämon alles das, was ihr jemals haben wolltet. Und ist dann ein Buddha in eurem Herzen, denn aus dem Buddha strahlt die Energie. Ist nicht eure eigene Energie, ist die Energie des Buddhas. Und den könnt ihr in euer Herz setzen, über euren Kopf, der kann hinter euch, vor euch, neben euch stehen, wie ihr wollt. Das ist praktisch die unendliche Energie des Universums, die diesen Dämon heilt. Dann guckt ihr, was passiert in diesem Prozess. Das Licht strahlt darüber. Ne? Und am Anfang wollt ihr vielleicht nur so ein bisschen geben oder so ein Löffelchen voll und dann, okay, dann füttelt, ne? Nimmt einen kleinen Löffel raus und füttert den Dämon, egal, aber guckt, wie die Energie darüber kommt. Beobachtet es. Und manchmal klappt es sofort, manchmal ist es ein bisschen zäher. Also alles, was passiert, ist okay. Also wir gehen jetzt gemeinsam durch den Prozess und ihr beobachtet einfach, was passiert. Und dann hinterher notiert er das. Und alles, was passiert, ist okay. Es gibt kein Falsch und kein Richtig. Also ihr geht in Kontakt mit eurem Unterbewussten und es sind Bilder, die hochkommen. Auch wenn ihr an der Stelle stecken bleibt, dann hat es seinen Sinn. Dann guckt genau, auf welche Art ihr stecken bleibt und es erzählt euch was. Fragen? Machen wir die Augen zu, wenn wir das dem Dämon vorzumachen. Also wie es für dich funktioniert. Also wenn es besser ist, wenn du die Augen zumachst, mach das. Wenn du zwischendurch denkst, nee, ich mache die Augen auf. Also genau das, was sich natürlich anfühlt. Also lass dich von deinem Freund auf der anderen Seite führen. Also es ist dein Unbewusstes, dein Schutzengel, deine Buddha-Natur, das klare Licht deines Geistes, egal wie du es nennst. Also lass dich von dem, was größer ist als du und was weiß, was richtig ist, führen. Mhm. Fragen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ich leite das an. Also ich. Nee. Also ich leite euch Schritt für Schritt an und gebe dann immer so einen Zeitraum, also circa eine Minute, wo dieser Prozess dann stattfinden kann. Mhm. Und es kann alles sein, oder? Also was man. Womit man im Konflikt ist. Genau. Und das ist das Faszinierende. Du kannst alles nehmen. Das ist Wahnsinn. Du kannst auch Sachen nehmen, die ganz, ganz tief sind, wo du keine Ahnung hast, wo das herkommst, wo du zwischen Analyse, man sagt, es ist vielleicht sogar eine Störung, die im Mutterbauch entstanden ist. Das ist egal, weil du lässt ein Bild in deinem Unterbewusstsein entstehen. Und das ist der Zugang. Und es ist egal, was es ist. Also wenn es mit dir zu tun hat und es dich nervt, kannst du damit arbeiten. Es kann eine Krankheit sein, es kann was sein, was in deinem Leben passiert ist. Es kann eine bestimmte Situation sein, wo du sagst, ja, aber also immer wenn ich dann von meinem Chef stehe, dann zischt er mir weg und meine Knie werden weich. Also kannst du wirklich alles nehmen, was dich in irgendeiner Form, wo du merkst, so, boah, nee, ist nicht gut. Funktioniert das für dich oder willst du nochmal genauer nachfragen? Also manchmal tauchen tatsächlich Verstorbene auf. Und es wäre, ich denke, ja, why not? Kannst du machen. Also das Ding ist halt, also ich glaube, das ist ein anderes Format, ne? Also es geht halt jetzt nicht primär darum, dass du Kontakt aufnehmen willst zu Verstorbenen,
sondern was kann sein, dass in der Beantwortung der Frage auf einmal dein Urgroßvater vor dir sitzt. Und das wäre in meiner Welt auch okay, weil die Erklärung ist einfach, naja, das ist deine Ahnenlinie. Ne? Und im Daoismus sagen wir immer, naja, also du kriegst alle Fähigkeiten, die du benötigst, um dieses Leben zu leben, die kriegst du per Geburt mit. Aber du kriegst nicht nur die Fähigkeiten, das sind, wenn du die voll entwickelst, das sind die großartigsten Fähigkeiten, sondern du kriegst auch immer die Dämonen, also die ganzen Probleme, die in der Ahnenlinie laufen. Und die Aufgabe ist, die Fähigkeiten zu entwickeln und die Dämonen zu exorzieren, also die Schattenseiten zu integrieren im jungschen Sinne. Und deswegen kann es sein, dass dann eine Urahne vor, auf einmal auf dem anderen, auf dem Stuhl sitzt. Ne? Ja, ich wollte jetzt nicht mit einem verstorbenen Person arbeiten, sondern vielleicht eher Konflikt, den ich habe. Okay, also das wäre nochmal ein anderes Format. Und ich würde wirklich sagen, also geh auf den Konflikt, also das Problem, was du hast. Ne? Schaust dir, was ist mein Problem und was ist das Gefühl, was ich dabei habe? Also was ist das, was es in mir ausgelöst hat? Und du suchst, du gehst auf das Gefühl, was du dabei hattest. Und dieses Gefühl, dem gibst du Gestalt. Was ist das Gefühl in dir? Also du rufst jetzt nicht deinen verstorbenen Vater ran, das wäre... Das ist ein anderes Format. Das machen wir jetzt nicht. Okay? Also kannst du damit was anfangen? Also okay, dann alle bereit? Auf die Plätze. Fertig, los. Drückt euren magischen Knopf. Und dann fährt der Fahrstuhl nach unten und drei Atemzüge. Das ist das wunderbare Gefühl, wenn der bewusste Geist eine Erinnerung nimmt und auf eine wunderbare Reise geht, wenn die Wahrnehmung eures Körpers geht und all die Bilder vor eurem inneren Auge entstehen dürfen, die ihr jetzt benötigen und die gut und richtig für euch sind. Und dann setzen wir jetzt nochmal einen Rahmen für das, was wir tun. Wir sehen, das ist nicht nur für uns, was wir jetzt tun, sondern die Arbeit, die wir jetzt leisten, ist wirklich zum Besten aller Wesen. Was uns zu besseren Menschen macht, weil wir inneren Konflikte auflösen und auch dazu in der Lage sind, uns in schwierigen Situationen erwachsener zu verhalten. Und einfach ein paar tiefe Atemzüge und entspannt euch da rein. Und vielleicht merkt ihr schon, wie jetzt das Thema, was bearbeitet werden will, es langsam Gestalt annimmt. Und ich weiß ja nicht, woran ihr das zuerst merkt, ob das ein Gefühl von Anspannung oder Schmerz ist, das in eurem Körper entsteht. Und bestimmte Stelle im Körper, die Aufmerksamkeit haben will oder eine bestimmte Erinnerung dann hochkommt. Nehmt ihr die Erinnerung euch so anschauen, wie so eine Glaskugel, wie diese kleinen Schüttelkugeln, wo es dann schneit, wenn man die bewegt und so vor euch entsteht und so in diese Situation, in das Gefühl einsteigen und jetzt gucken, wie das Gefühl immer konkreter wird. Auch das Gefühl, dass an die Erinnerung verbunden ist. Und könnt dann, während dieses Gefühl entsteht, und einfach sehen, wie das dann schon aus eurem Körper herausströmt und direkt auf der
anderen Seite von euch, die ihr jetzt definiert habt, dieser Dämon Gestalt annimmt. Und vielleicht ist das so eine schwarze Brühe, die über die Füße läuft, aus euren Füßen heraus, über den Boden, auf die andere Seite. Vielleicht ist es auch wie so ein dunkler Rauch, der aus eurem Herzen kommt und auf die andere Seite geht. Vielleicht ist das nochmal so ein ganz anderes Bild, was da entsteht. Und könntest du einfach diesen Dämon Gestalt annehmen lassen und gucken, die äußere Form jetzt langsam Gestalt annimmt. Vielleicht seht ihr schon einen Arm oder ein Bein oder einen Fuß oder den Bauch oder vielleicht ist es auch gar kein menschlicher Dämon, ist eher so was Reptilienartiges. Und guckt, ob er dann den Dämon schon klar wahrnimmt oder wo ihr ein Stück seht, wie dann mehr Stücke zusammenkommen, Dämon immer klarer wird. Und sucht nach den Augen des Dämons und guckt, wo die Augen sind. Und schaut dem Dämon in die Augen. Und wenn ihr den Dämon in die Augen schauen könnt, dann die Verbindung zu seinem Shen, zu seinem Geist. Vielleicht sind es so ganz kleine, kalte Augen oder auch vor Wut lodernde Augen oder vielleicht auch einfach leere Augenhöhlen, in die ihr starrt. Und baut diese Verbindung auf und schaut den Dämon in die Augen und dann seht ihr, wie der Körper immer konkreter wird, immer klarer Gestalt annimmt. Und wenn der Dämon jetzt ganz klar vor euch steht, dann könnt ihr ihn fragen, was willst du? Und hört dem Dämon zu. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich dieser Dämon fühlt, dann könnt ihr jetzt die Position wechseln und zu dem Dämon werden. Merken, wie dieser Dämon von euch Besitz ergreift, wie sich eure Körperwahrnehmung ändert, Herzschlag, die Atmung. Könnt einsteigen in dieses Gefühl, könnt gucken, wie sich dieser Dämon anfühlt. Klares Gefühl davon kriegen. Wie sich das anfühlt. Und wenn ihr dieses Gefühl klar wahrgenommen habt und entscheidet, dass das jetzt reicht, dann könnt ihr entweder jetzt oder gleich, wenn ich das Signal gebe, die Position wieder wechseln, aus diesem Dämon rausschlüpfen und wieder zu euch werden. Jetzt könnt ihr den Dämon vor euch wieder klar wahrnehmen und sucht nach seinen Augen und schaut ihm in die Augen. Dann fragt ihn, was kann ich für dich tun? Und hört auf die Antwort des Dämons. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr wieder in die Position des Dämons wechseln, könnt wieder zu diesem Dämon werden. Jetzt spürt, wie sich das anfühlt. Wie sich das anfühlt, wenn der Dämon
diese Forderung an euch stellt? Welches Gefühl ist dahinter? Warum fordert der Dämon das? Ist es aus reiner Bösartigkeit? Ist es aus Verzweiflung? Ist es aus einer tiefen Angst heraus? Was ist das Gefühl hinter der Forderung? Und wenn ihr eine klare Idee davon habt, ein klares Gefühl davon, dann könnt ihr ganz selbstständig wieder auf eure Seite wechseln. Oder noch ein bisschen warten, bis ich genau jetzt Signal zum Wechseln gebe. Und dann wechselt ihr jetzt die Position und geht wieder auf eure Seite. Entweder wirklich in körperlicher Form oder in Gedanken. Jetzt nehmt ihr den Dämon wieder vor euch wahr und sucht euch die Augen. Und dann fragt ihr den Dämon, wie würdest du dich fühlen, wenn du all das bekommst, wonach du gefragt hast? Und dann schaut dem Dämon in die Augen und guckt, was passiert, und schaut die Veränderung an. Wie verändert er sich? Wird er weniger drohend? Beruhigt er sich? Hört er auf zu schreien? Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch jetzt wieder die Position wechseln und schauen, wie sich das anfühlt, dieser Dämon all das bekommt, was er sich wünscht. Geht in das Gefühl. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr die Position wieder wechseln. Wieder zu euch selbst werden. Und dann könnt ihr euch den Dämon des Dämons wieder gewahr werden und die Augen suchen, Verbindung, und dann könnt ihr sehen, wie auf einmal dieser Buddha in eurem Herzen entsteht oder über eurem Kopf oder euer Schutzengel, der hinter euch oder der euch zur Seite steht. All das Gute, all das Licht, all die schöpferische Kraft diesem Dämon zukommen lässt und dem man all das bekommt, was er benötigt, und all die gute Energie, all das bei ihm ankommt und ganz mühelos und unglaubliche Mengen an Kraft und Energie, an Liebe und Heilung aus unerschöpflichen Quellen. Euer Schutzengel, der verfügt über unbegrenzte Ressourcen, auch der Buddha in eurem Herzen, der schickt die nackte, rohe, schöpferische Energie voller Liebe. Und schaut zu, was mit dem Dämon passiert und wie er sich verändert. Und was passiert und was so dem Dämon noch übrig bleibt und
Vielleicht sitzt da ein ganz alter, kranker Mann oder liegt wirklich dieser schreiende Säugling auf dem Boden oder das ist dann verlorenes dreijähriges Kind. Und dann schickt ihm alle Liebe, all die schöpferische Kraft, all das Gute, all das, was das, was hinter dem Dämon steht, was das benötigt, um zu heilen und ganz zu werden. Und was es genau in der Situation gebraucht hätte. All die Kraft, all die Liebe. Alles Gute in der Welt. Das Mitgefühl, all die Weisheit. Lass es einfach fließen, einfach. Und spürt, wie gut sich das anfühlt. Sich alles auflöst, wie Tränen von Freude und Erleichterung über eure Wangen rollen. Immer mehr Licht. Es ist einfach strahlen und leuchten. Ist ja schon gar nicht mehr wisst, wo ihr anfängt und wo ihr aufhört und wo der Dämon anfängt und aufhört, bis alles nur noch in gleißendes, schöpferisches, liebendes Licht gehüllt ist. Alles eins wird. Es schwingt vor Freude an, zusammengehalten von Liebe. Dann könnt ihr wieder euren Körper kommen, den Körpergestalt annehmen lassen und schauen, ob wirklich alles aufgelöst ist oder davon dem und nach was übrig geblieben ist. Nur um sicher zu sein, strahlt nochmal Liebe und schöpferische Kraft hinüber auf die andere Seite und immer mehr, bis sich alles auflöst in Freude und Liebe. Alles grenzenlos wird. Alles schwingt vor Freude. Zusammengehalten wird von Liebe und nicht mehr wahrnehmen könnt, wo ihr anfängt und aufhört. Nicht mehr wahrnehmen könnt, wo der Dämon anfängt und aufhört. Und versteht, dass sowieso von anfangsloser Zeit an alles eins war. Sich nur in die Zweiheit manifestiert hat, damit ihr euch selbst besser erkennen und lernen könnt. Und das ist genau diese Kraft der Liebe ist, die alles wieder integriert und sogar die dunkelsten Teile von euch selbst in euch aufnehmen könnt. Einfach versteht, zu was ihr fähig seid. Wir machen jetzt gute Wünsche, dass wir dazu in der Lage sind, diese unbändige Kraft zum Besten für uns und für alle Wesen einzusetzen. Und werdet wieder zu euch selbst und lasst euren Körper
Gestalt annehmen. Und verstehe, dass der Körper einfach nur Ausdruck ist des klaren Lichtes eures Geistes und der Körper einfach ein Mittel ist, um in dieser Welt, mit dieser Welt in Kontakt zu treten. Euer Körper, eure Eigenschaften, Ausdruck eurer Individualität sind. Dann schaut nochmal auf die andere Seite und schaut, ob da irgendwas noch ist. Und sogar wenn schon alles leer ist, dann strahlt nochmal dieses wunderbare Licht der unbedingten, nicht unterscheidenden Liebe und des Mitgefühls durch uns hindurch. Und es löst sich alles wieder in Licht auf. Und dieses grenzenlose Mitgefühl. Wir verstehen, dass die alles, was da passiert ist, in der Vergangenheit, jedem passiert wäre, der in den gleichen Körper inkarniert worden wäre, jedem passiert wäre, der die gleichen Eltern gehabt hat, in der gleichen Zeit gelebt hätte, die gleiche Kindheit und Jugend und gleiche Ausbildung erfahren hätte. In den gleichen Bedingungen genau den gleichen Menschen gestoßen wäre, der auch nur Produkt seiner Zeit ist. Und alles, was wir da erlebt haben, auf der Ebene, auf der wir uns jetzt befinden, vollkommen unpersönlich ist. Und einfach nur ein Ausdruck des freien Spiels des Raumes. Dann können wir einfach das, was wir lernen wollten, aus dieser Erfahrung mitnehmen und können einfach all das andere, was wir nicht mehr brauchen, zurücklassen und kommen wieder ins Gewahrsein unseres Körpers. Und ihr stellt jetzt aber fest, dass euer Körper eine ganz bestimmte Art ein bisschen höher schwingt, als ob so ein leichter goldener Schimmer um euch herum ist, als ob sich eure Frequenz ein bisschen erhöht hat. Ein sehr angenehmes Gefühl. So, ist gut. Verbunden mit einer Stärke und so ein Erwachsensein, Verantwortung, eine positive, schöpferische Kraft. Dann können wir in die Leere hineinfragen, gibt es einen Schützer? Also das, was wir da aufgelöst haben, der positive Aspekt davon, der darf sich jetzt als unser Schützer manifestieren und darf Gestalt annehmen. Und wenn dann einfach Leere da ist, dann ist das auch vollkommen okay, aber vielleicht entsteht er genau jetzt dann ein Gesicht oder ein Bild oder dieser Schützer nimmt körperliche Form an. Und vielleicht ist das so ein großer Krieger mit einem breiten Schwert. Vielleicht ist das eine kleine Fee oder ein kleiner Schmetterling oder ein Glühwurm. Vielleicht ist das ein Reh, das aus dem Wald hervortritt. Dann können wir den Schützer fragen, was ist dein Name? Möchtest du uns mitteilen, wie du heißt? Und wenn der Schützer seinen Namen genannt hat, dann wisset, dass ihr Name ist nur für euch. Und er soll den Namen nicht weitergeben. Und dann fragt, was kannst du für mich tun? Wie willst du mir in Zukunft nützlich sein?
Wenn der Schütze euch das gesagt hat, dann bedankt euch bei ihm. Also, vielen Dank. Das ist ein großartiges Geschenk. Und dann fragt ihn, wie kann ich dich rufen? Was muss ich tun, damit du aktiv wirst, damit du zu mir kommst, damit ich zu dir kommen kann, damit du für mich wirken kannst? Nehmt die Kraft und die Energie eures Schützers in euch auf. Verweilt in der Schwingung. Genießt. Und wisst dann, seht es mal, wenn ihr in die dieses Gefühl in das Energiefeld des Schützers kommen wollt, dann müsst ihr einfach nur den Schützer genauso rufen, wie er euch das gerade mitgeteilt hat. Je öfter ihr das tut, desto stärker wird das Feld und stärker könnt ihr das wahrnehmen. Ihr könnt diese Energie verwenden, nützlich zu sein für euch selbst, für die Version von euch, die morgen und in Zukunft existiert und für alle, die mit euch verbunden sind. Und so steht nochmal, dass ihr, jeder von euch, absolut einmalig seid und mit den unglaublichsten Fähigkeiten auf diese Welt gekommen seid. Ob ihr das glaubt oder nicht. Es ist einfach wunderbar, diese Fähigkeiten zu manifestieren, zuzuschauen, wie das die ganze Zeit schon von alleine passiert. Aber das bewusst wahrnimmt oder nicht. Und wenn ihr jetzt in eurem Leben zurückschaut, dann seht ihr, wie das schon die ganze Zeit passiert ist. Wie sich diese Kräfte die ganze Zeit manifestieren. Das Einzige, was wir tun müssen, ist einfach zu verhindern, dass diese wunderbaren Kräfte, diese wunderbare Individualität sich spontan ausdrückt. Und damit ist nicht das impulsive Ausleben von niederen Trieben gemeint, sondern ihr wisst ganz genau, was ich meine. Also jedes Mal, wenn dieses Gefühl entsteht von Bedeutung, ihr versteht, dass das, was ihr jetzt tun könntet, unglaublich bedeutungsvoll ist. Diesem Gefühl von Bedeutung zu folgen. Und jedes Mal, wenn ihr das getan habt, dann sind wunderbare Dinge passiert. Und je öfter wir uns entscheiden, genau diesem Gefühl zu folgen, desto besser wird unser Leben. Und wir können genau hier und jetzt anfangen, Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass dieses Gefühl von Bedeutung immer klarer wird. Dass wir es immer klarer wahrnehmen können in dem Moment, in dem es entsteht. Und das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist darauf zu hören. Und je öfter wir darauf hören, desto klarer wird es.
Und je öfter wir dieses Gefühl ignorieren, desto weiter entfernt es sich von uns. Aber wir haben jeden Tag die Möglichkeit, darauf zu hören. Und wir entscheiden uns jetzt, diesem Gefühl von ultimativer Bedeutung zu folgen. Weil es unser Leben Schritt für Schritt besser macht und es zu uns einen besseren Menschen macht. Und wir in unserem Leben und für die Menschen um uns herum viele gute Dinge tun können. Dann bleibt in diesem guten Gefühl für ultimativer Kraft und Bedeutung und Verantwortung, ultimative Autonomität, einfach Kraft. Und wisst, dass dieser Zustand euer Geburtsrecht ist. So dürft ihr euch immer fühlen. Und niemand hat das Recht, euch das wegzunehmen. Dass alles, was ihr tun müsst, ist, in dem Zustand zu bleiben. Ohne anzugreifen, ohne auszuweichen. Und dann einfach dem zu folgen, was sich natürlich ergibt. Und das ist Ubay, das ist das Dao, das ist absichtsloses Handeln. Das ist die Buddha-Natur, das ist die christliche Erlösung. Das ist das, was es meint. Und spürt diese Kraft in euch. Diese unendlich positive, schöpferische Kraft. Nicht jetzt, aber gleich dann. Löst ihr praktisch euren Wachanker aus, nicht zählt von 1 bis 5. Sind seid ihr wieder vollkommen klar und wach. Immer 5 öffnen sich eure Augen und ein wunderbares Gesicht strahlt über euer Gesicht und fühlt euch so gut und entspannt wie schon lange nicht mehr. Und 1, das starke, wunderbare Gefühl darf bei euch bleiben. Und 2, Atem, Puls und Blutdruck normalisieren sich auf euch, auf ein für euch gesundes und normales Maß. Und 3, ihr spürt so diesen kleinen Espresso, der sich anfängt in eurem Bauch auszubreiten. Und 4, immer wacher, immer weiter nach oben. Und 5, und seid wieder hier bei mir. Gut, ich lasse dich jetzt in diesem wunderbaren Gefühl, genießt es und wenn mir nicht gefallen hat, was er hier erlebt hat, dann gebt es weiter. Unterstützt mich über PayPal, damit ich noch mehr viele gute Dinge tun kann, auch für dich. Und dann bis nächsten Dienstag und dann reden wir wieder über Trigramme. Ciao, ciao.